Hallo und herzlich willkommen im Dokaskopie TV Studio in Genf. Ich bin Sam Meredith. Ich darf heute Bernhard Schicht, Informationstechnologe von Stash, begrüßen. Danke für die Einladung, Sam. Würden Sie uns bitte in die exotischen Währungspaare einführen? Sicher, exotische Währungspaare sind ein sehr interessanter Sachbereich. Es gibt drei Unterbereiche: Hauptwährungspaare, Nebenwährungspaare und exotische Währungspaare. Es kommt auf die Definition an und verschiedene Websites und Makler geben unterschiedliche Definitionen von Hauptwährungspaaren. Vorwiegend enthalten Sie den USD und den Euro. Die Nebenwährungspaare oder Crosses enthalten andere Währungen, die gegen Hauptwährungen gehandelt werden und höhere Volatilität, genügende Liquidität und einen kleineren Spread haben. Und die exotischen Währungspaare verfügen über weniger Liquidität, sind nicht so populär und der Bid-Ask-Spread ist sehr hoch. Logischerweise werden sie weniger gehandelt. Man müsste einen speziellen Makler haben, um diese auf den Bildschirm zu bringen, das heißt, damit zu handeln. Würden Sie uns bitte ein paar Beispiele anführen? Wie kommt man auf diese Währungen zu? Es gibt im Moment ein paar namhafte exotische Währungspaare. Sie werden viel gehandelt, weil viele Menschen hoffen, damit ein Vermögen zu verdienen. Und das ist schon möglich. Wenn Sie den US-Dollar-Rubel nehmen, so ist dieses Paar aus politischen Gründen berühmt. Der Rubel ist sehr stark eingebrochen. Aber wenn man das Paar US-Dollar-Rubel anschaut, so ist der Preis gestiegen. Das bedeutet aber den Wertverlust von Rubel. Oder nehmen wir den US-Dollar, dänische Krone. Das ist zwar ein europäisches Währungspaar, ich meine die dänische Krone, aber nicht so liquide. Es gibt nicht so viele dänische, amerikanische oder globale Händler, die sich auf die dänische Krone einlassen. Ein weiteres Beispiel wäre die norwegische Krone, auch eine sehr wichtige Währung wegen der Öl- und Gasindustrie. Und viele Rohstoffe inklusive Öl und Gas werden in US-Dollar bewertet. Es ist eine wichtige Aufgabe der norwegischen Regierung, eine stabile Landeswährung zu haben. Und das bedingte den politischen Schritt, sich dem Euro nicht anzuschließen, denn für sie ist es ein enorm wichtiges Kurs. Meiner Meinung nach sollten wir mit solchen Währungspaaren sehr vorsichtig umgehen. Es kann zu Einbrüchen kommen. Stellen Sie sich vor, die Liquidität ist nicht allzu hoch und plötzlich kommt eine Nachricht, es kommt zum drastischen Abschwung. Und unter diesen Bedingungen können Sie entweder einen Haufen Geld gewinnen oder auch verlieren. Klar, und was können Sie uns aus Ihrer eigenen Erfahrung empfehlen? Gute Frage. Wie gesagt, diese Währungspaare eignen sich nicht für kurzfristige Händler, Stundenhändler, Tageshändler. Es ist was für langfristige Händler. Man braucht dabei höhere Beträge an liquideren Mitteln, denn die meisten Makler würden nicht viel Leverage für diese Paare bieten. So bekommt man auf den Schweizer Konten von Dokaskopie für den Euro-Dollar ein Leverage von 100. Das heißt, wenn Sie 1.000 Euro haben, können Sie technisch 100.000 handeln. Wenn aber Sie sich für den US-Dollar-Rubel entscheiden, und das ist das Besondere, so bekommen Sie ein geringeres Leverage 1:10. Man muss genau aufpassen, um Margin Cut oder Margin Call nicht zu laufen. Aber wie gesagt, hat dieses Währungspaar auch Vorteile, und zwar sehr viele Pips. Das bedeutet, dass das Paar sehr lange eine und dieselbe Richtung gehen kann. Und daher können Sie 1000 Pips
2, 5, 10.000 Pips im US-Dollar-Rubel an einem Tag machen, das ist sehr viel. Viele sind mit einem oder 200 Pips beim Euro-Dollar und anderen Hauptpaaren zufrieden. Wenn man so viele Pips macht, muss man auf das gehandelte Geld aufpassen, weil es auch die andere Richtung gehen kann. Wenn Sie Ihr Stop-Loss viel zu nahe setzen, so bekommen Sie beim hohen Spread keinen Gewinn. Es kann passieren, dass das Paar auf Ihr Stop-Loss geht und Sie den Gewinn nie wiedersehen. Nun zurück zum US-Dollar-Rubel. Wir müssen daran denken, dass das Paar nicht immer gehandelt wird. Es wird nicht rund um die Uhr von Sonntag bis Freitag gehandelt. Bei anderen Währungspaaren ist nur der Samstag spezifisch, aber ich gehe später darauf ein. Sondern dieses Paar wird nur von 7 Uhr mitteleuropäische Zeit bis 20.50 Uhr mitteleuropäische Zeit gehandelt und in der Nacht erscheint eine Lücke. Also handeln Sie geringe Volumina und seien Sie vorsichtig, dann sind Sie mit dem Paar an der sicheren Seite. Okay, Bernhard, vielen Dank für die Teilnahme. Danke. Und danke für das Zuschauen. Bleiben Sie mit Lukas Kopp TV für weitere exklusive Interviews. Auf Wiedersehen.